Ja, hallo zusammen, mein Name ist Mighty Panda und ich möchte euch meinen ersten Guide zu Fishing Planet vorstellen. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie wir den einzigartigen blauen Sonnenbarsch im Mudwater River fangen können. Kommen wir als erstes zur Ausrüstung, mit der wir unseren einzigartigen Sonnenbarsch fangen wollen. Wichtig ist, ihr braucht einen Zweierhaken. Als Köder könnt ihr die Fliege nehmen. Die Eintagsfliege und eventuell noch die Heuschrecken. Der Angelspot ist der Hechthaken. An diesem Spot können wir ja, in etwa stündlich einen einzigartigen Fisch fangen. Hier zeige ich euch nochmal, wo ihr genau hinwerfen müsst. Zielt Richtung Stein und die Weite sollte so bei 9 bis 13 Meter sein. Wichtig ist, dass ihr nicht in das Kraut fällt, wo der Pose hineinkommt. Das führt nur zu unnötigen Hängern, wo wir keinen Fisch fangen können. Ja, ihr seht auch, wir haben hier ein bisschen Strömung. Dadurch treibt die Pose ab. Ihr könnt die relativ weit treiben lassen. Ich habe auch sehr weit rechts noch zwei einzigartige Sonnenbarsche gefangen. Wie ihr seht, haben wir hier gerade die Witterung, dass es bewölkt ist. Während dieser Zeit könnt ihr von 10 bis 13 Uhr die einzigartigen Fische fangen. Bei den blauen Sonnenbarschen ist es so, dass die Möglichkeit eigentlich immer besteht, diese zu fangen. Jedoch ist jetzt in dieser Zeit von 10 bis 13 Uhr die Chance deutlich erhöht. Als Köder habe ich vorhin schon gesagt, könnt ihr die Eintagsfliegen nehmen. Da habt ihr weniger Beifang. Ihr könnt auch die normalen Fliegen nehmen. Hier habt ihr jedoch etwas mehr Beifang. Und da kommt jetzt auch schon der Biss. Dauert ein bisschen, bis er angehakt wird. Und da hole ich den ersten einzigartigen Fisch raus. So, dann möchte ich euch noch kurz zeigen, dass ich auch mit der Fliege zur Mittagszeit, während es bewölkt ist, einen einzigartigen Sonnenbarsch gefangen habe. Kommen wir zum zweiten Tag. Nun scheint die Sonne. Hier sind die Zeiten dann wieder etwas anders für die einzigartigen Fischer. Versucht es hier von 16 bis 19 Uhr. Die Wahrscheinlichkeit, einen einzigartigen Fisch zu fangen, ist genauso hoch wie wenn es bewölkt ist. Ich möchte noch kurz was zum Köder sagen. Ich hatte es vorhin angeschnitten. Ihr könnt auch mit der Heuschrecke angeln. Das ist vielleicht gerade für die, die noch Level 4 sind, ganz nützlich, wenn ihr eine Heuschrecke hier dran macht. Besteht auch die Möglichkeit auf den einzigartigen Fisch. Jedoch habt ihr viel, viel mehr Beifang. Ja, da hole ich den nächsten einzigartigen Fisch ran. Das war, glaube ich, auch mein größter. Genau. Und ich möchte euch natürlich auch zeigen, dass ich die nicht nur mit der Eintagsfliege fangen kann, sondern auch mit der normalen Fliege, auch wieder zur Abendzeit. So, dann kommen wir zum dritten und letzten Tag. Wir haben Mischwetter. Auch hier ist die Beißzeit von 10 bis 13 Uhr in etwa, wie wenn es bewölkt ist. Spot ist bei allen Witterungsbedingungen immer der gleiche. Und der Fisch sollte dann auch gleich kommen. Ich möchte mich schon mal verabschieden von euch. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe auf Kommentare von euch. Vielleicht sogar ein Like oder ein Abo. Würde mich riesig freuen. Wenn ihr noch irgendetwas wissen wollt, schreibt mir. In der Zukunft werde ich versuchen, weitere Guides zu machen. Gerade was die einzigartigen Fische angeht, später vielleicht mal zu den Turnieren. Mal sehen, was da alles noch so dazukommt.
So, da kommt der Biss und der letzte einzigartige Fisch möchte noch reingeholt werden. Ich wünsche euch was und ich hoffe, man hört sich demnächst wieder. Macht's gut. Tschö.